Verbotene Liebe ist ja generell sehr engagiert. Wir sind ja in der AIDS-Hilfe generell sehr engagiert. Wir machen den Run of Colors. Wir sind heute hier dabei. Das ist ein großes Thema in unserer Serie. Und deswegen, jeder soll den und das lieben, was er will. Dabei und wir haben ja super gutes Wetter und natürlich ist es für mich auch, da ich eine lesbische Frau spiele in der Serie, ein Muss eigentlich hier dabei zu sein und das zu unterstützen und ja, ich freue mich sehr. Ich glaube, es geht gleich los. Die Brücke ist eigentlich schon komplett voll hier mit Leuten und mit Fans und ich wohne ja auch schon ein paar Jahre jetzt in Köln, aber ich habe das so hautnah wie heute hier auch noch nicht miterlebt und ich bin sehr gespannt und ich freue mich. Und ja, ich hoffe, dass wir gleich jetzt mal die Musik anschmeißen und dann richtig abrocken können. Come on, baby, and drop it. Scrub the floor and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I beat the way that you rockin'. Put that thing, thing, girl, stop it. Wanna just bang, bang. Ja, mittlerweile sind wir schon ungefähr auf der Hälfte der Strecke. Der richtige Zeitpunkt, mal die Kollegen zu fragen, wie sie den Zug empfinden. Und ich schau mal, wen ich hier entdecke. Ja, ich glaube, wir legen mal mit jemand Besonderem los. Komm mal mit. Domme, hey, ich muss dich mal kurz fragen. Du bist heute das erste Mal beim CSD dabei, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie ist es denn für dich? Ist geil, ist eine geile Stimmung. Hättest du das erwartet, dass die Leute so mitfeuern? Ehrlich gesagt nicht. Aber die Leute sind voll gut drauf und die glücklichen Gesichter zu sehen, ist einfach toll. Cool, das ist schön zu hören. Dann feier weiter. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Hallihallo. Wölkchen. Jana. Da habe ich ja gerade zwei echte Highlights hier zusammen. Wie ist denn für euch beide der CSD bis jetzt? Heiß und geil. Heiß und geil. Ja, genauer kann man es eigentlich nicht sagen. Oder Wolle. Jana findet es heiß und geil. Wie gefällt es dir bis jetzt? Also heiß und geil trifft es auf jeden Fall, aber ich finde, es ist auch ausgesprochen anregend hier irgendwie. Zum Beispiel, wie wir hier sehen. Okay, also Wolle ist ganz hin und weg. Da fehlen die Worte komplett. Wirst du nächstes Jahr wieder dabei sein? Wenn es wieder einen Wagen gibt und mehr Alkohol, bin ich auf jeden Fall dabei. Das ist ein Versprechen. Dann eine Frage noch zu Jana. Du warst ja schon häufiger dabei. Ja. Was ist der Unterschied gegen sonst, jetzt wo Verbotene Liebe einen eigenen Wagen hat? Ja, jetzt natürlich ist es einfach Hammer, wenn man mit seinen Freunden hier stehen kann, mit seinen Kollegen und wir einfach die Verbotene Liebe auch noch feiern können, zusätzlich hier auf dem CSD. Und es sind so viele Fans da und das macht einfach Spaß. Das ist einfach echt schön. Was hast du denn für ein Gefühl? Verbotene Liebe, CSD, die gehören zusammen, oder? Absolut. Das ist ja in unserer Serie ein großes Thema. Die Geschichte, die du spielst einmal, Rolli und Christian. Und dann haben wir noch Marlene und Rebecca. Und generell setzt sich Verbotene Liebe ja auch sehr ein. Wir sind ja beim Run of Colors auch dabei. Wir sind, arbeiten mit der AIDS-Hilfe zusammen. Und das ist für unsere Serie ein wichtiges Thema. Und ich finde, jeder soll den lieben, den er will. Das hast du wunderschön gesagt. Das lasse ich so stehen. Dankeschön. Feier schön weiter. Ja, ciao, ciao. Ciao, ciao. Live dabei sein wollt, dann kommt einfach vorbei in Köln, denn ich bin mir sicher, auch nächstes Jahr feiert die Verbotene Liebe wieder.